Einmal an der Tafel drüben sitzen Trango Rinpoche. Er wird bei uns genannt der Abu der Äbte. Er ist auch ein ganz großer Gelehrter. Und wir danken ihm ganz herzlich, dass er heute hierher gekommen ist, um unser Institut einzuweihen. Desgleichen begrüße ich Tenga Rinpoche. Der Dank gilt hier zunächst mal vor allen Dingen unserem zweiten Vorsitzenden, Herrn Rüdiger Findeisen aus Hamburg. Das Kamala-Schüler-Institut hat mit dem Bau des Friedensstupa in seinem Garten ein Zeichen gesetzt für ein Leben der Menschen in Frieden mit sich, mit der Gesellschaft und der Umwelt. Dieser 12 Meter hohe Reliquienschrein symbolisiert sowohl den erleuchteten Geist des Buddha als auch den Stufenweg zur letztendlichen Befreiung. Er ist ein Symbol des äußeren und inneren Universums, also ein Symbol der Weltordnung. Solch ein Stupa wirkt reinigend, harmonisierend und befriedend auf seine Umgebung. Die Gartenanlage am Stupa kann als ein Ort des Friedens erfahren werden, in dem jeder, unabhängig von seiner Religion, seine Gebete und Fürbitten sprechen und zu sich selbst finden kann. Thank you.
Wie ich das bereits anderen Tags mehrfach ausgedrückt habe, ist dieses Treffen hier das Resultat langjährigen Bemühens, an dem viele beteiligt waren. Zuallererst natürlich die Mitglieder im Kamala-Schüler-Institut, die alten Schüler, aber nicht nur jene, so ist es ein die Frucht langen Mühens, dass dies hier möglich war. Und ich muss sagen, dass mir diese Möglichkeit hier sehr gut gefallen hat. Und ich bin tief erfreut und berührt, darüber hier sein zu können, in dieser freundlichen Umgebung im Kamala-Schüler-Institut mit all jenen, die ich bereits von früher kenne und auch den anderen. Und auch insbesondere bin ich sehr dankbar für den freundlichen Empfang auch von Seiten all der Nachbarn, die mitgeholfen haben, diese Veranstaltung hier so möglich zu machen. Vielen herzlichen Dank an alle hier. To a land for all creatures.